Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bioshock Infinite. Ich musste jetzt tatsächlich leider nochmal das Ganze zocken hier für die Silver Eagles, weil das Spiel kann man nicht mehr manuell speichern, sondern nur noch über die Speicherpunkte. Und beim letzten Mal musste ich dringend los. Das heißt, ich konnte nicht mehr noch eine Folge aufnehmen zum nächsten Speicherpunkt, beziehungsweise die Folge genau an einem Speicherpunkt beenden. Deswegen muss ich jetzt nochmal ab dem, wo ich hier betreten habe, war ein Speicherpunkt. Und das heißt, ich muss jetzt einfach die Spiele kurz neu zocken, um mir das Geld zu holen. Und genau, war ziemlich ärgerlich. Wusste ich vorher nicht, weil es in den anderen beiden Bioshock-Teilen so war, du konntest speichern, wo du willst, was ziemlich nice war. Gefällt mir auch sehr an Spielen. Aber hier ist es halt leider nicht so, das heißt, man kann eigentlich sozusagen immer nur beenden, wenn man einen Speicherpunkt erreicht hat, sonst muss man halt das Neueste nochmal neu zocken, was halt ziemlich nervig ist. Was ist dein Voxaphon? Was ist dein Voxaphon? Zauberei. Hey, aber zahlen tue ich dafür nichts, klar? Nur eine Demonstrationshalle. Nice, der Typ hat meinen Geschmack. So, genau, ich wollte noch an den Verkaufsautomaten und zwar gucken, was wir uns hier kaufen können. Ach ja, genau, das war ja bockender Bronco, stimmt, das haben wir ja schon nachgeschaut. Jetzt weiß ich wieder. So, sorry, kurze Unterbrechung. Auf jeden Fall, ja, ihr wisst ja, wo ich gerade stehen geblieben bin. Genau. Das heißt, ich habe den Marktplatz ehrlich gesagt auch schon ein bisschen erkundigt beim letzten Mal, weil ich eben geguckt habe, ob man irgendwie speichern kann. Und ja, da habe ich es eben dann noch schnell danach gegoogelt, dass ich festgestellt habe, es geht nicht. Und bin hier sinnlos rumgelaufen, weil ich dachte, vielleicht gibt es dann auch irgendwie einen Speicherpunkt. Also halt nicht so ein automatischer Speicherpunkt, sondern irgendwie so, ja, wie ein Automat quasi, wo man halt quasi speichern kann. Aber gibt es leider nicht. Sowas hier zum Beispiel. Aber es ist kein Speicherautomat, sondern ein Salzautomat. Habe ich halt tatsächlich noch nicht benutzt. Ich weiß nur, dass man das irgendwie braucht. Okay, na gut. Sweet Caramel, extra sweet. Also ich glaube, man kann hier nicht wirklich noch was machen. Ich schau dann auch gleich mal, wie es weitergeht, weil ehrlich gesagt habe ich das mir jetzt mal nicht ganz gecheckt. Was ist das hier? Aus welchem Hafen kommst du denn? Okay. Verstehst, was ich meine, oder? Nö. Ah, nice Popcorn. Ich weiß gar nicht, wenn man volle Gesundheit hat, kann man in dem Spiel anscheinend immer weiter fressen. Das ging, glaube ich, beim Alten auch nicht. Mein Freund, hat ein Automat schon mal Geld geschluckt? Der Jahrmarkt ist restlos ausverkauft. Ja, da hinten ist doch gar nicht der Jahrmarkt. Der Jahrmarkt ist doch jede Pfeife. Von den Blechkameraden zurück. Nehmen Sie her. Ah, da unten ist Blaue. Ich glaube, das ist das Salz, genau. Hören dir alle zu. Sie hat meinen Kuss zugeworfen. Okay. Oh. Warum ist das so klein? Wow, was für ein Vorführungsvideo. Aber wenigstens sind die jetzt in Farbe. Drücke rechte Maustaste, während Beherrschung ausgerüstet ist, um eine Maschine zu einem Verbündeten zu machen. Verdammt, was war das? Ein nices Video, Mann. Begeal all manner of automata with possession. Be sure to purchase an enhancement for use on the person of your choice. Okay. Ah, Sie an, der Abgeordnete Buford. Ihr Platz ist reserviert. Wieso habe ich Sie bloß vorhin nicht erkannt? Komisch. Tja, weil du dämlicher Roboter bist. Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Lol. Kopf oder Zahl? Als ob da jetzt siebenmal Kopf kam und einmal Zahl. Keinmal Zahl. Ich sag Zahl. Kopf. War klar. Das ist nie so befriedigend, wie ich's mir vorstelle. Kopf hoch, nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Lol. Hey, what the fuck? Okay. Oh, ich hab ein Fadenkreuz. Das war vorher noch nicht da, also der kleine Punkt da. Nice. Hot Dogs. Nice. $2 Hot Dogs. Das ist günstig. Okay. Oh, die spielen Himmel und... Alter. Block mal nicht.
gegen Himmel und Hölle. So. Stellt Gesundheit wieder her. Ach's, Leute, ich hab's jetzt gerade erst gecheckt. Es gibt ein 80-prozentiges, das stellt 80% Gesundheit her, und ein 20-prozentiges, das stellt 20 Gesundheit her. Genau, und Salz ist anscheinend das gleiche, was vorher Dingens war, wie hieß EVE. Also wahrscheinlich das Äquivalent dazu. Und genau, braucht man anscheinend auch für die Plasmide, wobei die hier irgendwie nicht Plasmide heißen, sondern. Hä, hey, warum hat er das jetzt gemacht? Okay. Na gut. Ehrlich gesagt, ich habe auch vergessen, was unser Ziel war. Wir mussten irgendwo hingehen zu der Columbia-Statue. Lol. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wieso. Soll ich davor weiterlaufen? Ich glaube, lieber hier weiter, weil er gerade so einen komischen Move mit seiner Hand gemacht hat. Das sieht. Ah, Monument Island, Columbia. Scheint richtig zu sein. Aber das ist es, glaube ich, nicht. Ah ja, genau, wir müssen die Elizabeth retten, beziehungsweise zu finden. Chocolate, nice. Und ein Audiolog. Madame Lutez, ich habe all Ihre wissenschaftlichen Bücher gelesen. Kostanze, Alter, was für ein geiler Name. Für eine Lady. Aber ich glaube, sie ist nur neidisch, weil sie so klug sind. Stimmt es, dass nur Sie das Mädchen in dem Turm besuchen dürfen? Wenn das Lamm auch einsam ist, würde ich es gerne besuchen, denn wir hätten viel gemeinsam. Herzliche Grüße, Constance. Constance, my boy Constance. Was zum... Oh. Ups. Wir sind gebrandmarkt. Park der Verlosung. Und das hat gerade geautospeichert. Habt ihr wahrscheinlich gesehen oder gemerkt. Das hat kurz so einen Stand gemacht. Ja, muss jetzt irgendwie die Folgen mal so machen, dass ich halt immer bei so einem Autopunkt dann beende. Oh. Hier stehen so viele Sachen rum und die sind voll auf leer. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber gut. Ich glaube, ich hätte den anderen Weg auch nehmen können. Oh mein Gott, lol. Ups. Nein! Ich habe keine Salze mehr. Oh Gott, ich Idiot. Warte mal kurz. Das war natürlich dämlich. Hä, Moment. 25%. Ich habe es zweimal benutzt und es ist leer. Also sprich, wenn ich jetzt 25% kaufe, kriege ich nichts. Aber ich will eigentlich mein Geld nicht ausgeben, ehrlich gesagt. Aber wenn wir es brauchen, wäre es auch blöd. Ach man, es war nur ein Missklick. Ich dachte halt die ganze Zeit, ich kann, warum kann ich nicht zuschlagen? Na gut, das konnte man in anderen Teilen auch nicht. Aber trotzdem ist das irgendwie dämlich, weil ich habe mal noch gar keine Waffe. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Und... Oh, nevermind. Ich habe gerade Kugeln gefunden. Aber die kann ich trotzdem... Also ich habe keine Waffe dafür. Und nun hat die Verlosung 1912 offiziell begonnen! Oh, Raffle. Ich? Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie meint mich? Oh mein Gott. Sorry, ich kauf nichts. Dummchen. Die Verlosung kostet doch nie was. Leben Sie hinterm Mond? 77. Ja. 77? Das ist eine Glückszahl. Ich drücke in die Daumen. Bring mir die Trommel! Oh, Baby. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe heute in Real Life ein Dose aufgemacht und habe eine Niete, also muss ich jetzt was gewinnen. Ich hätte aber lieber in Real Life was gewonnen. Die Gewinnzahl ist... Die Nummer 77! Tja, was ist denn dazu? Hier, ich! Ein Kopfschuss. Lol, was? Oh, ich hatte fast recht. Eine. Warum ist. Was ist mit der Kamera los? Na los, wirfst du jetzt? Oder trinkst du deinen Kaffee etwa lieber schwarz? Was? Was? Oh. Beim letzten Spiel haben meine schlechten Entscheidungen das schlechte Ende hervorgerufen, deswegen. Fick. Oh, es ist eh nicht, ey. Bam! Oh. No. Okay. Wo hast du das Brandzeichen her? Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterhältigen Schlange dem falschen Hirten macht? Und falsche Hirten haben in unserer Herde nichts zu suchen. Zeigt ihm, wie wir das hier machen, Jungs!
Nein. What the fuck is happening? Wow. Oh, ich hab meine Waffe. Ich hab meine erste Waffe. Lol. What the fuck, warum war das so verzögert? Oh, und der hat Sides gedroppt. Nice, gut, dass ich keins gekauft hab. Kämpfe dich nach Monument Island durch. Oh, was? Ah, jetzt hab ich das weggedrückt. Verdammt. Wow, das ist sehr ganz anders als... Also der Kampf ist ganz anders als der erste Teil. Also wirklich ganz anders. Was stand da jetzt? Verdammt, Alter. Ich dachte, ich bin jetzt im Kampf. Warum kommen da dämliche Sachen, die man mit V wegdrücken kann? Und warum sind manche Typen mit einem Schlag tot und andere nicht? Aber ich glaube, das ist Headshot und nicht Headshot. Kann das sein? Weil bei manchen splattert gleich das Face und bei den anderen nicht. I don't know. Na gut, okay. Ich habe jetzt quasi einfach die Methode gewählt, wo man sich halt durchkämpft und ich schon erkannt werde. Und die andere Methode wäre halt gewesen, wahrscheinlich unerkannt zu bleiben. Bis zum einen. Aber es früher oder... Wow! Der hat eine Pistole. Früher oder später hätten sie mich wahrscheinlich trotzdem erkannt. Warum kann ich seine... Oh. Man kann sagen, warum kann ich seine Pistole nicht aufnehmen? Also V ist jetzt permanent Nahkampfangriff mit diesem komischen Dingenskirchen. Und jetzt habe ich eine Pistole. Und ich hab, Alter, ich habe so viel Munition. Was ist das? Ach so, so sehen Salze aus. Okay. Ja. Ja gut. Naja, wahrscheinlich muss ich da runter, oder? Ja doch, weil da kam der Gegner her. Ah ja, okay. Jetzt bin ich schon gespannt, wie das Schießen hier so wird. Ich meine, an den Schießständen hat man es schon ein bisschen quasi gesehen, aber... Bist ich du noch wirklich so, wer weiß. Leute, wieso Minusgesundheit, waren es faule Äpfel? Und sie erwartet einen dienstbaren Erzengel für jede Arbeit. Im Reich Gottes gibt es keine niedrigen... Jeremiah, der hat einen ersten Namen. Ich habe einen Mann in Georgia, der vermietet uns so viele Negerhäftlinge, wie sie transportieren können. Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen. Die Buße tun, oh, weil sie vielleicht nicht machen, die Aufmerksamkeit auf mich aussprechen wollten. Was immer ihr Gewissen erleichtert. Mir egal. Moment. Ja, wie, um zu springen? Dann springe ich doch dem Geschütz vor die Nase. Da kann ich das nicht irgendwie voll kaputt machen. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Wow. Tja, aber ich hatte recht. Liebe. Oh mein Gott, ich Idiot. Oh mein Gott, ich hätte es doch zum Verbündeten machen können, damit es für mich hier auf die Typen schießt. God damn it, ey. Manchmal, da frage ich mich schon selber, was eigentlich falsch mit mir läuft. Verdammte Scheiße, das war nicht der klügste Move, den ich in dem Spiel bisher gemacht habe. Oh, Zuckerwatte gibt auch Gesundheit, nice. Ja, Moment mal, jetzt laufe ich ja wieder in die andere Richtung. Wo muss ich hin? Wenigstens kriegt man so mehr Loot. Oh, nice. Headshots machen anscheinend echt mehr Schaden. Fuck, das ist schwierig. Warum läuft der? Nee, doch nicht. Der war jetzt einfach so One-Shot. Warum sind die One-Shot? Hätte ich doch schwer auswählen sollen. Oh, lol, das ist eine halbautomatische Maschinenpistole. Kann auch schneller bzw. öfter hintereinander schießen. Moment. Naja, nee, passt schon. Ich war gerade kurz verwirrt. Ich wollte wieder dahin laufen, wo ich gerade schon war. Please do not cross. Nehme ich mal als Aufforderung, das Ganze hier zu crossen. What? What? What's happening? Oh, lol. Hey! Lol. Jetzt ein bisschen gedauert, bis ich den gesehen habe. Ja toll, Alter, jetzt bringt er mir nichts, weil die Gegner alle schon tot sind, wenn ich früher sehen sollen. Aber der hat Feuer auch nicht auf mich geschossen, das ist eine Kacke. Nice. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt Headshots mehr Schaden machen oder nicht. Aber, naja, ist ja egal. Kurz in den Laden hier reingehen, da gibt es bestimmt was zum Looten. Nice, jetzt können wir endlich Registrierkassen ausräumen, konnten wir am Anfang nicht. Ein entscheidendes Feature, das mir sehr gefehlt hat.
Hier ist alles voller Essen und ich kann es mir nicht nehmen. Never mind. Warum hält er jetzt die Waffe so komisch? Das ist leicht irritierend. Konnte ich nicht hier mal so ein, zwei Äpfel essen? Ja, ziehen wir nicht mehr. Okay. Aber wie gesagt, so hat man wenigstens mehr Loot. Lol. Ach so, die Leichen, die spawnen irgendwann und dann haben sie einfach sich Boxen als Drop. Okay. Interessant. Und. Nice. Ja, gut, okay, fast. Wir sind fast wieder voll Life. Das war wahrscheinlich vom Spiel so geplant. Öffne das Tor. Jetzt wird's heiß. Was ist bloß los? Ach, es wurde. Ist das ein Big Daddy? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Weiche Frau. What? Kann ich den nicht zum Verbündeten machen? Oh, I guess that would be a little too einfach. Gegner lassen bei ihrem Tod Waffen fallen, probier es aus. Zeit zum Gesundheit. Nimm dem Fireman die Kraft ab. Hä, hey, aber er ist doch gerade explodiert, what the fuck? Oder ist es das hier? Na, Salze sind voll. Gegner lassen wir Waffen. Hä, bin ich blind? Teufelskuss. Lol, what the fuck? Noch versteckt, da geht's ja gar nicht. Aber nice Flasche, gefällt mir. Oh mein Gott. Aua! Ich wusste, dass ich heiß bin, aber so heiß. Geh nach Monument Island und finde das Mädchen. Oh, nice. Nice. Die Videos gefallen mir. Aber wie kann ich das jetzt wechseln? Geht es mit Q? Ah, drücke rechte Maustaste, während du Teufelskuss ausgerüstet hast, um eine feurige Granate zu werfen. Halte rechte Maustaste gedrückt und lass die Taste dann wieder los, um eine Springfalle aufzustellen. Ja, wie wechsle ich? Ah, mit Q tatsächlich. Okay, ist gleich geblieben. Nice. Ja gut, ich bezweifle jetzt mal, dass man hier noch fett looten kann, sonst wird hier nicht alles brennen. Gucken wir mal. Monument Island. Ich weiß auch nicht, wie klug oder dumm das jetzt war, aber I guess, dass ich so oder so früher oder später aufgeflogen wäre. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. God damn it. Warum sehe ich das Geschütz eigentlich immer erst, wenn es mich schon halb getötet hat? Das war in den ersten Teilen auch immer so. In den ersten beiden Teilen. Wenigstens sind die Entwickler so nice und wissen, dass man so ein Vollidiot ist und geben einem sehr viel Gesundheit zurück. What? Ach, das hält nicht für immer? Oh mein Gott, das hält nicht für immer? Oh mein Gott. Oh nice, aber eine Granate reicht. Ja toll, jetzt habe ich noch mehr. Ich dachte, das hält für immer. Oh mein Gott, wie das Hacken, Alter. Scheiße. Oh Mann. Jetzt habe ich nicht besonders viel Leben. Egal. Wird schon nicht so schwierig sein. Ach, und hier war auch so eine Ölpfütze, das habe ich auch nicht gesehen. Goddammit. Lol. Oh, der Arsch bei einem Schwein ist der Schinken. Hab's dich gerne. Oh, nice. Ah, Q halten. Ah, das ist cool. Das hätten die ersten beiden Teile auch gebraucht. Das ist cool, so kann man das nämlich viel besser auswählen. Ja, maximale Munition leider. Hier gibt es noch was zu essen. Okay, I guess hier kommt ein fetter Fight, weil sonst würden sie mir nicht noch zusätzlich so viel verdammt nochmal zu essen geben. Es könnte eh sein, dass das jetzt das Ende der Folge ist, weil jetzt wahrscheinlich Autosave-Punkte kommen. Hä, was? Achso, ich muss da jetzt rein. Ah, dachte ich mir. Na gut, dann würde ich sagen, war es das mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut, rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.